So, schönen guten Tag zusammen. Wir wollen ein bisschen Trading machen und da sind wir hier gerade in den Trade rein im Eurocut. Haben wir sogar ein leichtes Buy. Wir sind zwar hier ein bisschen noch vom Pivot weg. Wir haben auch nur einen Zweier-Ausschlag, aber ich bin da gerade mal reingehüpft. Ja? Hoffen wir mal ab, dass er gewonnen wird. Wir haben hier links wie immer unser Pulssystem. Wir haben den Chart-Switch schon an. Den machen wir jetzt mal auf. Wir bleiben hier drauf beim Eurocut. Haben rechts den Broker Quartax. Da könnt ihr euch gerne registrieren. Der Anmelde-Link ist in der Description vom YouTube-Video. Und ihr habt die Chance, noch 30% Bonus mitzunehmen. Der Code ist auch dort in der Description. So. Oh. Oh. Ich sehe gerade, ich hatte hier in 1 Minute abgegeben, aus Versehen. Naja. Ich denke mal, Lost wird am Ende Lost sein, dass der vielleicht. Ja, hoffen wir mal nicht, dass er dreht, ne? Wir haben ja hier unser Martingale Sheet. Tragen wir ein. 280. Rendite von 83 gibt 6,18. So, dann machen wir doch jetzt korrekt. 6,18. Ja. 2 Minuten, das heißt, wir treten von 20 bis 22. Auf treten wir. Warten wir jetzt ab. Zappel, zappel. 10 Sekunden. Gucke ich hier mal, dass ich so bei 59 dann, wenn die erscheint, dann auf den Button klicke. Ne? Jetzt zack. Da sind wir schön rein, ne? Zum Start der Kerze. 2 Minuten. Erste Erhöhung. Werte sind super, ne? Die Vitalwerte. Und ja, dann schauen wir mal, wie es endet, ne? Hoffen wir, dass wir den eincashen. Morgen schon mal ein bisschen getradet gehabt. Und ja, wir müssen jetzt mal gucken. Oh, auch irgendwo ein Signal bekommen. Machen wir das mal zu. Ich mache den Chart-Switch mal an. Falls wir jetzt noch irgendwas bekommen, hüpfen wir hin. Ich hoffe mal, dass der jetzt einfach gewonnen wird. Ne? Oh ja, Pulssystem kennt ihr. Ne? Ihr wisst alle Bescheid. Das haben wir ja in 1000 Videos schon 1001 Mal erklärt. Wir gucken hier nach dem Ausschlag. Ne? Wenn der bestehen bleibt, mindestens unseren Anforderungen. Das ist hier entweder mit Ausschlag 2 oder Ausschlag 3. Ja, demnach muss natürlich auch der erste, ja, also wenn jetzt hier der Zweier Ausschlag kommt, muss auch der erste im Alarmbereich sein. Wenn nur ein Zweier käme, wird er ja gar nicht uns anzeigen, weil es muss immer das aufbauen. Ne? Es muss, um 2 zu sein, muss es 1 plus 2 sein. Für 3 muss es 1 plus 2 plus 3 sein. Ja? Dann bekommen wir das, den Ausschlag. Wenn der bestehen bleibt, geben wir die nächste Kerze rein für die Dauer der nächsten Kerze. Das heißt, hier sind wir im M2, demnach 2 Minuten im M5. Folgerichtig. 5 Minuten. Die Antwort war richtig. So. Und bei M15, 15 Minuten. Ne? Und nicht, wenn das Signal ertönt, weil die Kerze kann ja noch viel, viel weiter laufen. Ne? Ich habe jetzt hier kein lebendes Beispiel, ja, aber zum Beispiel sehen wir jetzt hier, haben wir ja einen Alarm bekommen, der Kerze. Nur um es nochmal zu verdeutlichen. Ja, diese rote Kerze. Ne? Vielleicht kam der Alarm schon hier. Hier zu dem Zeitpunkt. Ja? Oder hier. Möglich, dass er hier schon kam, dass das tief war, hat er hier alarmiert. Ja, wenn er hier reingegangen wäre in den Trade, ja, für 2 Minuten, wäre er vielleicht hier rausgekommen. Ne? Ganz woanders. Den haben wir auf jeden Fall gewonnen. Guck mal, mach mal. So. Machen wir mal den da weg. Können wir uns nochmal angucken. Ne? Steht ihr das? Wenn die Kerze hier läuft, die ist aktiv. Ne? Hier kam das. Der Alarm, wenn ihr dann reingehen würdet, ja, für 2 Minuten, kämt ihr vielleicht hier unten irgendwo raus. Weil ihr das Stück, die Kerze läuft erst noch viel, viel weiter. Ja, dann kommt hier die, zack, der Switch auf die nächste Kerze, 2 Minuten. Ja. Ihr geht hier zum Start rein. Da geht ihr erst rein. Ja. Hier. Und auch nur, wenn der Ausschlag bestehen bleibt. Das hier so einigermaßen passt. Ideal natürlich an einem Pivot-Level. Ne. Das ist aber kein Muss, das sind alles nur noch. Wie sagt man, B-Faktoren. Ne? Also Untergeordnete. Ne? K.O.-Kriterium ist hier der Ausschlag, der muss bestehen bleiben. Ne? Und dann kann man gucken, ja, je besser, ne? Oh, an einem Pivot-Level vielleicht, da können wir was Cooles machen. Hier haben wir einen sehr, sehr hohen Sell. Ne? Sell heißt, der Kurs bewegt sich, der NZD-Dollar,
ist sehr stark abwärts gerichtet. Der Audien genauso. Ne? Wir sind aber hier an einem Pivot. Ne? Müssen wir jetzt entscheiden, wollen wir oder wollen wir nicht? Ne? Das muss man dann abwägen. Ich würde mal sagen, wir gucken uns erstmal die Renditen an. Das wäre einmal der NZD-USD mit 69. Der tut mich jetzt nicht gerade irgendwie. Und das andere begeistern, ne? Der Audien mit 84. Den können wir uns mal angucken. Mit 84. Ne? Warum? Natürlich ist die Rendite höher, aber wir müssen auch bedenken, dass wir, falls wir in eine Erhöhung treten müssten, dann die Erhöhung natürlich viel geringer ausfällt. Ja. Und hier sind wir wirklich genau an dem Punkt. Ja. Den nehmen wir mit. Der Sell ist natürlich nicht so gut. Ne? Zack. Ach, seht, jetzt habe ich minimal einen kleinen Hauch zu früh geklickt. Ne? Aber der Herrgott verzeiht es mir bestimmt irgendwann mal. So, jetzt sind wir hier drin. Klar, wir haben hier einen hohen Sell. Ne? Wenn ich verloren gehe, kann ich euch genau sagen, hätte Fahrradkette. Ne? Aber die restlichen Analysen, wir hatten ja hier unseren wirklichen Pivot, ein rotes, ne? Support. Ja? Wir hatten den Ausschlag gegeben. Selbst wenn er jetzt mal durchmacht, dann wird er uns hoffentlich in der nächsten Kerze eine Umkehr bescheren. Ansonsten habe ich Scheiße getradet, auf Deutsch gesagt. Aber das glaube ich nicht. Nein, so schlecht laufen die Kurse auch nicht. Natürlich haben wir immer ein Restrisiko beim Trading. Ja? Wir haben immer Risiko dabei. Das wäre 6,14. Können wir jetzt mal gucken, ne? Sieht ihr hier mit 84, der andere war, glaube ich, 69, ne? Jetzt ist es hier 6,30, runde hier dann auf. Ne? Der andere bei 69. Das ist schon 6,85. 80, also 6,86, ja? Zu 6,14. Ja, das sind 70 Euro fast Unterschied, ne? 6,86, 6,14 sind sogar über 70 Euro. Und ja, über 70 Euro, da geht man schon mal für die Woche einkaufen und tankt mal das Auto halb voll. Halb voll bei den Preisen im Moment, ja. So. Wir sind also hier bei einem 84er, das heißt 6,14. Haben wir noch Euro Out, Dollar Cut bekommen? Dollar Cut ein Dreier. Ich habe jetzt hier gestoppt, deswegen muss ich auf die Hand drauf. Ach, wir bleiben beim Audien hier. Gucken wir hier, 26, gehen wir rein bis 28. Jetzt gucke ich mir das hier 59 und ein Augen zwinkern. So, jetzt sind wir wirklich gut drin. Wir können ja hier auch die Zweier Kerzen uns mal anzeigen lassen. Gucken wir mal, der Dollar Cut. 76, na, dann soll der Dollar Cut noch Dollar Cut bleiben. So, wir sind hier daheim. Jetzt haben wir sogar den Dreier-Ausschlag. Ja. So, haben wir den. Und jetzt läuft er gut. Der ist hier durch Pivot durchgeschossen halt. Ja, mein Gott, es ist halt so. Man muss es halt immer als Trade-Serie betrachten. Deswegen habe ich auch schon wie oft erwähnt und gesagt, weil wir machen es mal so, da sehen wir wenigstens, was hier passiert. Das Euro-Zeichen als Prozent, ne? Wenn ihr hier mit 1% tradet, ne? Das heißt, ihr habt im Grunde 8% ist das Risiko an der gesamten Serie. Ne? Wir traden bis hierhin. Ja? Also 8% kann ich verlieren. Ja? Maximal von meinem Kapital. Ja? Wenn ich diesen Trade eingehe. Wenn ich hier starte und hack das durch. Ja, mach den ersten, zweiten und den dritten. Also sprich den ursprünglichen Trade, die erste Erhöhung, die zweite Erhöhung. Ja, das ist das, was ich riskiere von meinem Kapital. Ja, und das Risiko ist im Durchschnitt so ungefähr bei 10%. Also 90%, dass wir hier die Serie gewinnen und 10% nicht im Durchschnitt. Ne? Individuell gibt es natürlich immer mal Verschiebungen von Uhrzeiten, von Tagen, von Währungspaaren. Ja? Das ist der Durchschnittswert. Ja, den haben wir ja auch schon 100 Mal gezeigt und erwähnt und ja. Ne? So. Also haben wir 10% des Sieges Risiko, 8% unseres Kapitals zu verlieren. Und jetzt haben wir aber mit der ersten Erhöhung
haben wir den Trade gecashed. Das heißt, wir haben den Verlust des Vortrades eliminiert und haben einmal den vollen Gewinn mitgenommen. Ist doch schön, oder? Kann man nicht meckern. So. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Es ist nämlich 12.30 Uhr gleich, ne? Ich gehe jetzt in die Küche und mache mein Essen warm. Das ist nämlich das Wichtigste. So. Ja, wie gesagt, heute Dienstag ein bisschen ein kleines Video. Ich war auch viel unterwegs, habe ein bisschen gedreht und morgen habe euch dann hier das Video aufgenommen. Ne, ihr wisst ja, wie es läuft. Ihr kommt in die Telegram-Gruppe, dann könnt ihr entweder das Puls, ihr könnt es 2 Wochen testen für 14 Tage. 2 Wochen für 14 Tage, ja. Ihr könnt es 14 Tage testen, also 10 Trainingtage, 2 Wochenendtage. Da könnt ihr Analysen mitmachen, könnt ihr ein bisschen rumspielen, könnt ihr Settings testen am Wochenende oder gar nichts machen. Ja. Für 25 Euro. Wenn ihr eine höhere Lizenz haben wollt, dann kriegt ihr die 25 Euro auch wieder angerechnet. Ja. Ihr kriegt das Pulssystem. In den 14 Tagen kriegt ihr auch den CS-Indikator mitgeliefert. Ja. Und könnt ihr den später auch kaufen. Müsst ihr nicht kaufen, könnt ihr kaufen. Ja. Das ist ein Zusatz. Das ist ein ganz separater Indikator. Ja. Currency Strange. Ja. Pulse Time, Pulse Pivo, Bollinger Bänder, das sind die vom Metatrader, die ich hier nutze, vom ganz normalen Metatrader und das Pulssystem als solches. Und den könnt ihr dann auch haben. Ihr kriegt dann alles Wissenswerte. Ja. Diese Woche wird die große FAQ fertig. Mit allen Links und Infos. Kommt da einfach Telegram, aber da wird dir schon geholfen. Und denkt dran, heute ist Live-Training. Ich weiß es aber nicht, ob ihr es bis zum bitteren Ende durchzieht, weil um 18 Uhr spielt ja England gegen Deutschland. Und da wird wahrscheinlich kein Live-Training dann stattfinden. Nur mal von vielleicht 5 bis um, ich sag jetzt mal 10 vor 6. Und da bin ich dann auch nicht am PC. Na, da bin ich auf der Couch, bin der beste Bundestrainer, kann genau sagen, was in der Aufstellung falsch ist, wie man es besser macht, wen man auswechseln zwar hat und wer fußkrank ist. Und aber es ist ja manchmal so, dann stehen Profis, die Millionen verdienen. Ne? Wie hat der eine gesagt, ne, die sind Anfang 20, die haben 2 Verträge abgeschlossen in ihrem Leben und die sind abgesichert bis zum Todestag, ja? Finanziell. Ja. Und dann stehen die da aus 10 Metern und treffen nicht mal das Tor. Ja? Das Tor ist wie breit? 7,50 Meter oder was? Ne? Oder 7,30 Meter. Treffen das nicht mal. Wie hat man früher gesagt, der trifft keinen Möbelwagen. Ja? Oder die Eier, die gestern bei dem Rückpass, der Tormann. Aber der Tormann ist der Tormann, weil er der schlechteste Feldspieler ist. Ja? Und dann spielt man den nicht mit so einem, ich sag jetzt mal, der Rückpass war sehr unangenehm. Ja? Der war off, er war ein bisschen mit Effet, der hatte ein bisschen gehoppelt. Ja? Und wie gesagt, da hat man schon überall gelesen, ja, auch diese typische, das hat man damals mir schon in der E- und F-Jugend gesagt, ein Rückpass nur so, dass er im schlimmsten Fall neben das Tor läuft. Ja? Niemals so aufs Tor, ja? Weil der Tormann ist der schlechteste Feldspieler. Ja, der kann zwar mit den Händen, aber der mit den Füßen. Und naja, hat man ja gestern gesehen. Bei der E-Viva-S-Bahn, ja. Gut. Ich wünsche euch was. 13 Minuten 20, 2 leckere Trades. Wir mussten leider in die Erhöhung gehen, aber... Ne? Gehört zum Business dazu, sollt euch nicht irgendwie, wie soll man sagen, irritieren. Und deshalb tradet, übt im Demokonto, kommt in die Telegram-Gruppe, ihr kriegt auch dort kostenlose Signale, könnt ihr erstmal üben. Und dann alles weitere. Ne? Super. Bis denn dann. Ciao, ciao.